Halt! Alles ist da. Alter, scheiß ab hier! Weiter geht's bei 4 Grad. Jetzt sind es noch ungefähr 90 Kilometer bis zu unserer Verpflegungshütte. Und an dieser Hütte gibt es dann auch noch so einen Hotpot oder auch heiße Quelle, wie wir es gerne nennen, Hot Quell. Und da freuen wir uns beide schon ziemlich drauf. Das tut uns auch ganz gut bei den Temperaturen, würde ich sagen. Allgemein, heute soll es relativ windig werden, aber die Sonne soll auch hin und wieder rauskommen. Die Berge hier sehen richtig krass aus, da mit dem Rotton innen drin. Dann wieder grün, schwarz. Da hinten kann man auch unsere Hütte schon erahnen. Das ist unsere Frühstücks- bzw. Pausenhütte. So, wir sind jetzt in der Hütte angekommen. Die ist auch wieder relativ klein, ungefähr so groß wie die erste Hütte. Wir haben jetzt gerade noch zwei Belgier getroffen, die waren hier zufällig in der Hütte und sind jetzt gerade wieder losgewandert. Für die geht es dann heute auf dieselbe Hütte, wo wir jetzt dann gleich hingehen, zur heißen Quelle, ne? Und mein Magen knurrt. Deswegen gibt es jetzt hier Wasser mit 20 Gramm Haferflocken. Wir machen jetzt noch mal kurz Pause. Wir haben nämlich beide noch einen Apfel, der muss weg, weil sonst hätte es sich ja gar nicht gelohnt. Wir bekommen jetzt gleich neue in Hiveravellir. Wir haben uns hier so eine kleine Felsspalte ausgesucht. Das ist echt super windstill. Außen windet es nämlich schon wieder ziemlich. Also da vorne ist Hiveravellir, die Hütte. Und daneben sind einfach so dampfende Bäder, oder es dampft halt auf jeden Fall aus Boden. Das ist richtig krass. Das habe ich noch nie gesehen. Das sieht schon krass aus. Aber es riecht auch so ein bisschen, ja, moorig, nur nach verfaulten Eiern. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Krass. Boah. 80 bis 100 Grad. Shit. Was ist die Hölle? Das ist ein kleiner Vulkan. Boah, es riecht so heftig. Ich bin klar, Herr. Das sieht ein bisschen cool aus. Da eben scheint dieser kleine Hotpot zu sein. So, Christian, was ist gerade passiert? Also, es ist jetzt was sehr Cooles passiert. Wir waren jetzt hier in der Hütte drinnen und wir hatten schon Angst, dass das echt wahnsinnig teuer wird, weil die Hütte halt. Also, nur so als Vorstellung: Wir haben einen Apfelkuchen, der kostet fast 8 Euro, ja, ein Apfelkuchenstück kostet fast 8 Euro da drinnen. Oder eine Waffe mit Marmelade kostet auch 8 Euro. Genau, richtig, also unglaublich. Und jetzt wollten wir unsere 3 Kilo Nudeln und 3 Kilo Haferflocken haben. Und dann haben wir nachgefragt, wir hatten voll Angst. Da kommt der einfach mit dem Ding da an, weißt du? 3 Kilo Haferflocken, 3 Kilo Nudeln oder 3,5 Kilo Nudeln. Das ist ein fetter Sack einfach. Ja. Und dann haben wir noch Bananen und Äpfel, das hatten sie jetzt nicht so parat eigentlich, aber wieso auch, ne? Das Krasse ist halt der Preis. Wir hatten halt echt Angst, dass die uns weit über 50 Euro berechnen. Ja. Jetzt hat das Ganze halt wirklich 40 Euro, nicht mal 40 Euro gekostet. Jetzt hat die Tour auf jeden Fall wieder aufgewertet und jetzt geht's erstmal in den Hotpot. Die Tour läuft! Es kann weitergehen, Mann. Und vor allem jetzt werden wir auch endlich mal richtig satt mit den ganzen Haferflocken mit den Nudeln. Wir haben eine Karte bekommen von den zwei Belgiern, die haben wir hier wieder getroffen. Und die haben gesagt, die geben uns jetzt einfach so eine Hotpot-Karte aus. Ja. Die hat übrigens auch so 1000 Kronen hier gekostet. Das ist einfach kalt. Das steht 80 bis 100 Grad. Oh, es ist warm. Oh, es ist geil. Warum? Ich rutsche rein! Scheiße! Michael, die haben extra gesagt, be careful of slippery rocks. Geht es da noch weiter rein, oder? Boah! Boah, das ist halt auch wie geil! Wie geil ist das Spiel, ey! Das ist cool! Sehr cool!
Das genau die richtige Temperatur. Ja, das ist genau richtig. 10 Tage gedicht. Boah, oh, echt so. Oh. Aber Michael, es ist so schleimig, merkst du ja, das? Ja. Oh, ist das schön. Sehr ist das geil. Schön, ey. Ist das schön, dieser Wahnsinn. Und dann noch mit der Aussicht hier. Mit der Aussicht. Und auf dem Gletscher. Auf dem Gletscher. Die sind ganz leicht nach verfaulten Eiern, aber... Geht. Das geht echt leicht. Okay. Ganz leicht. Ja. Ah, oh, es ist herrlich. Ich hoffe, jetzt erst eine Stunde drin. Ich sage auch. Oh, der heiße Pool. Da hinten seht ihr nochmal. Den verlassen wir jetzt. Und jetzt geht's weiter. Es war richtig cool, einfach mal so eine natürliche Quelle, eine natürlich warme Quelle zu haben. Hier ist auch übrigens alles noch warm. Nach diesen kalten Tagen war das wirklich genial. So ein bisschen ab vom Weg, da ist da hinten, ne? Aber wir haben da eine ganz gute Campingwiese, sag ich mal, gefunden. Da ist sogar ein kleiner Bach da unten und das ist halt relativ windgeschützt. Es ist schon wieder so kalt, deswegen werden wir gleich schon wieder ins Schlafsack gehen. Wir haben auch sehr gut gespielt mit der Variation drin. Ich habe nur Spaghetti, allerdings ist es Da haben wir ein paar Kollegen, fahren Fahrrad. Wir haben gerade schon gesagt, das ist eigentlich noch unangenehmer als laufen. Heute früh, als wir aus dem Feld gekommen sind, war es wieder arschkalt. Es war total windig heute früh. Und jetzt nach dem Frühstück, so um 11:30 wird es einfach so warm. Jetzt habe ich extra die Cappy mal aufgesetzt, damit es sich lohnt. Das ist richtig herrlich hier mal zu laufen, finde ich. Richtig schön mit T-Shirt endlich mal. Naja. Mal schauen, wie lange das anhält. Aber ich denke, es sieht ganz gut aus. Also es gibt schon einige Wolken hier, aber es sieht echt gut aus, dass es den Tag heute hält. Okay, das nächste Hindernis ist da, die nächste Flussquerung. Sieht auch wieder ziemlich stark aus, die Strömung, und ziemlich breit dieser Fluss. Ich glaube, da müssen wir wieder Schuhe ausziehen. Aber Nummer, wie viel? 23. Okay. Boah, das sieht richtig cool aus. Ey, weißt du, was lustig ist mit hier? Ich glaube, die 13 war die letzte, gell? 13? Die 13 war die schwierige, die letzte. Ah ja, stimmt. Schon, oder? Ja, das kann sein. Das ist der Quecksand, den wir gelesen haben. Schau mal, das ist der... Oh, scheiße, schon mal her? Schießt echt voll rein. Ja. Schau mal. Ja. Oha. Krass. Hoffentlich ist das Wasser nicht so. Da sind wir zügig durch. Also ich bin jetzt drüben über den Fluss. Der Michael, der steht jetzt noch irgendwo da hinten. Ja, der war jetzt ein bisschen tiefer als der andere, aber trotzdem ein bisschen leichter, würde ich sagen, weil er nicht so ganz so weit war. Ja, da wo er jetzt gleich hinkommt, da ist die tiefste Stelle. Aber danach wird es wieder ein bisschen besser. Ja, da ist er jetzt bis zur Hüfte. Gleich drinnen. Ja, jetzt wird's wieder besser!
Perfekt. Die Strömung war am Anfang schon stark. Der Christian meinte, es werden jetzt vielleicht auch noch einige weitere Folgen, müssen wir mal schauen. In diesem Gebiet sind anscheinend ziemlich viele Flüsse. Die Strömung war in Ordnung. Am Anfang war es ein bisschen stark, finde ich, aber vor allem war der ein bisschen tiefer als der letzte. Also das Wasser hat mir locker bis zur Unterhose gereicht. Flussüberquerung Nummer 24. Sieht aber in Ordnung aus, trotzdem müssen wir Schuhe ausziehen. Mittagessen gibt es erstmal hier die Erdnüsse im Teigmantel und einen kleinen Keks. Da finden wir eine Möglichkeit, oder? Boah, so weit. Ja, das schaffen wir, oder? Das schaffen wir schon, oder? Und jetzt ich. Das kriege ich hin, glaube ich. Niedrig. Da ist glaube ich nochmal weiter. Da sieht fast so aus. Sehr gut. Die beiden Stellen mal so rein, oder? Fluss. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Gehen wir da eben rüber, da ist richtig flach. Christian, weißt du was? Das kannst du machen, ich zieh meine Schuhe jetzt schnell aus. Ich habe zwar echt keine Lust, also wirklich gar nicht. Aber ich glaube, das ist besser. Nudeln quellen gar. Wir haben das Gas mittlerweile ausgemacht. Es ist schon wieder total kalt und windig. Das ist halt ein bisschen nervig, weil man kann halt nichts machen, man kann nicht aufstehen. Sobald man aufsteht, bläst einen der Wind fast weg. Das ist halt echt kacke. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, ist scheiße in dem Land, weil du kannst nichts machen außer laufen und dich dann aber ins Zelt legen, weil sonst ist alles arschkalt. Eigentlich muss man es ausnutzen, wie wir heute, wenn einmal kurz die Sonne scheint und kein Wind ist, sofort eine Pause machen und hinsetzen und die Sonne genießen. Ja. Am Abend kannst du ja eh nichts mehr machen. Dann liegst du nur noch im Bett eigentlich. Vorne werden nochmal die Sachen ein bisschen geladen, mehr oder weniger geladen.
Christians Handy hat jetzt 3% innerhalb von, ja, vielleicht so einer Stunde geladen oder eineinhalb. Wenn dieser blöde Wind nicht da wäre, ne? Ich glaube 10 Grad, das wäre eigentlich voll in Ordnung, weißt du? Ja. Ja, es kühlt halt übel aus. Der scheiß Wind, ey. Legt so auf. Viel mehr kann man in Island nicht machen. Was? Viel mehr kann man in Island nicht machen. Nee. Band gerissen, zack. Also wenn wir wieder in Deutschland sind und alles ein bisschen billiger ist und so, dann kaufen wir mal schön viel Gemüse. Ja, echt so. Ich kaufe mir eine Tomate. Ich kaufe mir auch echt Gemüse. Mein ganzer Einkaufswagen wird voller Gemüse sein. Und ich bin auf den Geschmack von Kichererbsen gekommen. Morgen aus der isländischen Wildnis. Heute Ihr Moderator Christian Merkel. Alles am Scheiß abfrieren. Wir haben gerade in Rekordzeit von einer Viertelstunde unser Zelt abgebaut, alles eingerödelt. Alles ist nass bereits. Das Zelt ist auch von innen nass. Herrlich. Meine Hände sind so am Abfrieren. Aber naja, wir machen heute den Tag wahrscheinlich wieder komplett ohne Pause, da man sich hier nirgends hinsetzen kann in dem Wind und im Regen. Ach du Scheiße, wir haben gerade das da entdeckt. Das ist der Fluss, der ist ungefähr 50 Meter breit, aber halt so wattenmäßig. Ja, da kommen wir hinten drüber, oder? Kommen wir da drüber? Ihr wisst nicht, wie scheiße widerlich das gerade ist. Ihr wisst es nicht. Ah, es ist so verdammt kalt. Es regnet die ganze Zeit. Und kommt noch diesen scheiß Fluss hier. Der ist ungefähr. Wow! Der ist ungefähr 50 Meter breit oder so. Alter, Füße sind nicht mehr da. Ich spüre gar nichts mehr. Ich spüre gar nichts mehr. Ah! Ah! Es ist kalt! Ah! Ah! Geh aus! Ich kann nicht mehr drücken. Erste Versuch überstanden. Mehr oder weniger überlebt. Jetzt folgen noch weitere 6 anscheinend. Es wird heute ein richtig mieser Tag. Die Handschuhe, die komme ich überhaupt nicht mehr rein. Deswegen habe ich sie hier vorne reingepackt zum Trocknen. Hände frieren extrem ab. Das nächste Monster ist erreicht. Wieder so ein richtig breiter Fluss. Richtig breites Flussbett. Dabei ist mir halt überhaupt nicht warm. Überhaupt nicht. Hände frieren ultra. Der Körper heizt halt auch überhaupt nicht hoch. Scheiße. Das ist nicht mehr eingezeichnet gewesen.
aber hindert uns halt jetzt trotzdem darüber zu kommen. Das sind so 5 Meter oder sowas. Da könnte man theoretisch über den Stein, aber es ist ultra weit eigentlich. Jetzt, wenn man das mal so betrachtet, ja. Kann man den da reinlegen. Habe ich mir auch schon gedacht, den da könnten wir auch reinrollen. Ja, probieren wir es. Also, wir haben uns da ein paar Steine reingelegt. Das ist so wackelig alles. Ich werde garantiert reinfliegen. 100%. Und ich bin übrigens gerade ein bisschen reingesappt. Meine beiden Schuhe sind nass. Die sind dann auch so wackelig. Ja, die sind so ultra wackelig, alle. Hey, als ob, Christian! Oh, sauber! Wir wissen jetzt leider noch nicht, wie wir vorgehen. Entweder wir rennen da halt jetzt einfach mit Schuhen durch und Hose. Oder wir ziehen halt wieder alles aus. Aber man kühlt halt so unglaublich aus, immer wenn man Schuhe auszieht, da durchrennt und Hose natürlich auch. Dann wieder alles anziehen, keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Ja, das ist schwierig. Wie viele Kilometer haben wir? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir haben uns jetzt auch nochmal dafür entschieden, einmal schnell die Schuhe auszuziehen, weil es jetzt noch 15 Kilometer sind, die wir dann theoretisch in nassen Schuhen laufen müssen. Also nicht so, dass die jetzt trocken werden, aber klitsch, das ist halt doch nochmal was anderes. Scheiße. Ja. Ich bin voll eingesunken. Knöcheltief locker. So richtig moorig. Jetzt sind es noch 2 Stunden, ein bisschen mehr als 10 Kilometer. Durch dieses schöne Wetter laufen dürfen. Und dann kommen wir endlich zu einer Hütte. Wir freuen uns seit gestern schon extrem auf diese Hütte. Dann werden wir erstmal schön warme Nudeln machen. Die werden wir schön durchkochen. Vielleicht ist auch eine Heizung oder so ein Wärmestrahler. Wir können die Sachen mal ein bisschen trocknen, das wäre richtig schön. Aber hoffentlich hast du dich zu. Ja, die Flüsse stören schon ein bisschen, aber das ist ja nicht mal ein Fluss, der dazu zählt zu unseren 7. Und da werden wir halt durch diese mehr oder weniger kleinen Flüsse, werden wir halt einfach durchlaufen, ohne Schuhe ausziehen. Haben wir jetzt auch schon 2-mal gemacht, jetzt der 3. Hier einfach durch? Was? Hier einfach durch? Oder weiter oben? Kurze Werkpause. Es ist mittlerweile, wie spät? 12:30. Ja. Kurz nach 12:30. Und wir haben, also Christian hat heute eine Banane gegessen. Ich habe heute noch gar nichts gegessen und getrunken. Deswegen ist es echt wichtig, weil wir sind beide ziemlich erschöpft. Hier meine Banane. Ist mittlerweile auch ziemlich braun und alles ist ausgelaufen hier. Die Banane. Geil. Na lecker. Aber das macht mir jetzt auch nicht mehr aus nach dem Tag. Zumindest regnet es gerade nicht und ja, ein bisschen nur. Der Wind hier reicht. Also hier. Also wir haben uns jetzt die letzten 8 Kilometer so ein bisschen besprochen, was wir jetzt machen, ob wir da mit Schuhen durchlaufen oder ausziehen. Wir wissen es nicht ganz, was die richtige Entscheidung ist. Aber ich denke, wir gehen da jetzt mit Schuhen durch, oder? Wir haben halt 4 Flüsse jetzt hintereinander, das ist das Ding. Ja. 4 Stück. Und das würde halt sehr kalt werden, also so wird es mit Sicherheit auch kalt.
aber vielleicht ist das die bessere Entscheidung. Wir wissen es nicht. Kann auch gut sein, dass die falsche Entscheidung ist. Ja. 1, 2, 1, 2. alles nass, gell? Bei mir auch. Und wie war's? Ja, weil das jetzt so langsam erst reingeht, gell? Ich schwöre. Alles klitschnass, klitschnass. Aber jetzt, die nächsten 5 Kilometer müssen jetzt sowas von durchgezogen werden. Keine Pause, einfach durch die nächsten 3 Flüsse noch durch. Oh, der ist richtig stark, Mann. Die werden halt auch nicht kleiner, ne, die Dinger. Scheiße, so ein fette Monster. Boah, der ist richtig schnell. Und der ist auch tief. Geht's da einfach? Ohne anzuhalten, kriegst du den durch. Mit Schuhen und Hose durchläuft. Jetzt bin ich dran. Geil. Jetzt ist eh schon alles wurscht. Nächster Fluss. Ich schaue raus. Die Schuhe sind jetzt deutlich schwerer als bei der ersten Flussdurchquerung. Also bei der ersten, keine Ahnung, da kam irgendwie weniger rein. Ja, irgendwie schon. Aber die waren jetzt auch länger. Die Schuhe sind jetzt auch deutlich kälter. Ja, aber das geht. Die Kälte geht sogar. Kälte geht echt, ja. Das ist unglaublich schwer gerade. Ja. Der Tag mag uns über richtig viel Glück. Schaut mal an. Das sollte eigentlich ein großer Fluss sein hier. Aber das ist gar nichts. Dann gehen wir ja. Zack, ich durch. Macht dem geübten Islandwanderer nichts. Anfänger würden da außen rumlaufen. Fortgeschrittene laufen hier. Das letzte Hindernis für heute. Dieser Fluss, der geht eigentlich voll klar. Also wir hatten echt wildere Sachen heute. Und da hinten kann man es erahnen, da ist die Hütte. Endlich, Mann. Wir hoffen einfach nur, dass die offen hat. Wir wüssten eigentlich keinen Grund, warum sie nicht offen hat. Aber wer weiß. Wir sind jetzt direkt vor der Hütte. Wir hoffen jetzt einfach, dass die aufhört. Wir werden so verloren, wenn nicht. Ich will in die Tür, glaube ich, einschlagen. Wir haben triefend nasse Schuhe. Das ist natürlich ein Pool. Jetzt fehlt. Oh Mann, wenn die jetzt zuhört, ne? Ich raste aus. Hey, ja? Das hat sie auf jeden Fall. Alles hat sich erfüllt. Ja. Ja? Ja. Ja. Oh nee. Oh, oh, Christian hat ein Schloss davor. Oh, nee. Nee, echt? Ja. Nee. Ey, wir schlafen hier, ich zeig's dir. Als ob die jetzt zuhört. Als ob die jetzt zuhört. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Wir haben uns seit 2 Tagen darauf gefreut. Hä, hey, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein, oder? Ja. Scheiße. Yay! Wir haben da jetzt mal angerufen. Die haben uns den Code quasi durchgegeben. Jetzt können wir da rein? Herrlich! Wir bekommen unsere Nudeln. Wir bekommen vielleicht sogar. Ja, können wir ja morgen machen. Oi! Wir haben einen Heizstrahler. Wir haben einen Heizstrahler. Alles gut. Jetzt sind wir gerettet. Jetzt ist geil. Kommen wir rein. Jetzt gehen wir rein und vergessen den ganzen Tag. Wir vergessen den Tag. Wir vergessen den ganzen Tag. Ja. Selbst die Hose kann man ausdrehen, gell? Aber das sind jetzt erstmal die Socken. Wir haben diesen Heizer hier angebracht. Wir hocken jetzt schön davor. Wir haben uns erstmal auf, hier ist total kalt, also wirklich total kalt. Und da
haben wir auch schon Wasser aufgesetzt für Tee oder für unsere Haferflocken oder so. Ja. Schöne warme Haferflocken, richtig gut. Wird unsere erste und einzige Nacht vermutlich in der Hütte. Ich glaube, die haben wir uns verdient. Ja, ich glaube, das ist die Idee. Der Tag war so scheiße. Ja, der war richtig scheiße, ja. Und jetzt 11 Tage in Folge im Zelt, ist halt auch nicht so super. Ja. Und jetzt endlich mal so ein bisschen runterkommen, aufwärmen und so, ja, ist schon nicht schlecht. Okay, beim Christian gibt es jetzt einen riesen Eintopf. Da hinten hängen die ganzen Sachen und wir haben halt echt alles aufgehängt. Hier Jacken, Schlafsack, da Isomatte, Hose, Socken. Selbst der Schlafsack ist halt bei uns beiden ziemlich nass geworden, weil von unten ziemlich viel Nässe reinkam. Da sind noch Schuhe, Handschuhe. Zum Abendessen gibt es jetzt mal wieder Nudeln. Das sind ungefähr, ja, an die 800 Gramm, würde ich mal sagen. Die können wir das erste Mal so richtig genießen, weil die das erste Mal richtig durch sind und so richtig aufgehen. Das erste Mal ist die Nudeln richtig schön. Essen wie zu Hause. Also ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr so gute Nudeln gegessen. Also wirklich, die sind genial. Ich hatte zwar die letzten 10 Tage nur Nudeln, aber das sind wirklich sehr gute. Der Heizstrahler immer noch leicht in Betrieb. Das Wetter ist immer noch super widerlich. Also wenn man da mal rausschaut, alles neblig, nass, windig, kalt. Also wir sind jetzt echt froh, dass wir hier diese Hütte haben. Leider gibt es kein Licht. Also eigentlich gibt es Licht, aber das funktioniert irgendwie nicht. Nudeln waren sehr, sehr viele. Die haben wir jetzt alle aufgegessen. Wir sind super voll. Das erste Mal auf der ganzen Tour, dass wir so richtig satt sind. So, wir waren jetzt so schlau oder auch nicht schlauer. Das wird sich noch herausstellen. Die Nudeln schon mal vorzukochen. Also die sind jetzt komplett durch. Wir haben jetzt in diesen Beutel gepackt, damit wir heute Abend nicht so viel kochen müssen, weil die brauchen halt echt so eine Dreiviertelstunde, bis sie einigermaßen durch sind, ne? Ja. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir kochen jetzt für heute mal durch. Und für morgen auch. Ist jetzt dumm, weil die voll schwer sind, aber das war es mir jetzt dann irgendwie doch wert, ne? Ja. So, wir verlassen jetzt die Hütte in Golfskali. Schließen wir mal schön ab. Es geht weiter! Die Schuhe sind zwar immer noch nass von gestern, aber das war ja eigentlich auch klar. Handschuhe sind zum Beispiel auch noch klitschnass, aber der größte Teil ist trocken. Die Hütte in Golfskali war auf jeden Fall eine große Freude. Das Wetter sah heute früh erstmal richtig schlecht aus eigentlich. Jetzt alles wieder wie gestern Abend. Alles benebelt, regnerisch, kalt, windig. Aber jetzt kam tatsächlich die Sonne raus und ist alles ein bisschen aufgeklärt. Richtig herrlich jetzt. Also kalt ist auch immer. Tag immer bleiben, ne? Ja, genau. Also ich kann die Wanderstecken von der Firma Yikanwen unter keinsten Umständen empfehlen. Wie man sehen kann, der Griff ist nicht mehr richtig existent. Der ist schon längst nach unten gerutscht. Das heißt, ich darf die ganze Zeit meine Pfoten auf diese eiskalten Metallstangen packen. Und außerdem, was noch viel nerviger ist, finde ich, diese Füße hier, die lassen sich rausdrehen. Ja? Schön und gut, dass man die austauschen kann. Aber die lösen sich halt auch von selber und deshalb darf ich die jetzt alle 5 Kilometer hier neu reindrehen, wenn sich das Gewinde, in dem Gewinde hier schon tonnenweise Dreck gesammelt hat und es gar nicht mehr zu drehen geht mittlerweile. Ja, also die chinesische Amazon-Mafia wird mich dafür töten, aber diese Stecken sind sowas von Müll und sie gehen auch garantiert wieder zurück. Zelt aufbauen, direkt neben dem Fluss. Der war aber nicht mehr auf GPS eingezeichnet. Das heißt, wir sind mittlerweile wirklich im Niemandsland. Wir hatten den ganzen Tag kein Wasser, seit der Hütte nicht. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, neben dem Fluss zu gehen, damit wir jetzt aufkochen und zu trinken zum Wasser haben. Es ist übrigens sehr wichtig, dass wir das Zelt aufbauen, weil es halt total nass war von der vorletzten Nacht. Die sind während unserer Natur ein bisschen, ja, haben sich der Form angepasst. War ja leider bisher relativ wenige Benutzung, weil wir
irgendwie, warum auch immer, in Island fast überall Empfang hatten. Selbst gestern an der Hütte, die war ja so ziemlich die einsamste Hütte in Island. Also hier ist nichts einfach, ja. Ja, aber jetzt haben wir endlich mal wieder keine Verbindung und jetzt wird dieses Ding auch endlich mal wieder verwendet. Nudeln haben gut durchgehalten. Das ist halt jetzt erst ein Nudelblock. Jetzt haben wir noch Gemüsebrühe dabei, noch ein bisschen oben drauf. Herrlich, besser geht's gar nicht. Man kann nicht in Ruhe essen, es ist so kalt die ganze Zeit. Man will sich einfach hier hinsetzen, wir hocken ja eh schon im Graben. Hier. Damit der Wind über uns vorbei pfeift und zwischendrin muss man halt immer seine Runden drehen, damit einem warm bleibt. Christian trinkt noch eiskaltes Wasser vom Fluss, aber mit dem Teebeutel. Ja, wir haben jetzt übrigens 0 Grad gerade eben, es ist saukalt, man kann sich eigentlich nur im Zelt aufhalten, die Sonne geht gerade da hinten unter. Wir haben übrigens heute den 13. Tag, somit haben wir die Halbzeit erreicht und wir haben auch exakt 300 Kilometer oder ein bisschen mehr, minimal mehr, ich glaube 300,9 haben wir. Richtig gut, jetzt fehlen noch 13 weitere Tage, vielleicht schaffen wir es jetzt sogar schneller. Wir sehen uns dann morgen früh wieder. Ciao, ciao. Guten Morgen, wie man sehen kann, war die Nacht super, super kalt. Hier alles außen am Zelt ist sowas von gefroren. Die ganzen Gräser und das Moos ist auch alles gefroren. Heute sieht das Wetter sehr gut aus. Wir haben klaren Himmel und Sonnenschein, richtig schön. Derzeit ist es zwar noch ein bisschen kühl, deswegen haben wir noch Jacken an, Mütze auf und Handschuhe. Im Laufe des Tages wird es mit Sicherheit noch wärmer werden. Die Nacht war aber auch sehr kühl. Wir hatten bestimmt Minusgrade. Heute kommen wir wahrscheinlich wieder zur Verpflegungsstation. Da sammeln wir wieder ein bisschen Essen ein. Und dann geht es wieder 7 Tage ohne Supermärkte, ohne Verpflegung weiter. Außerdem stehen heute noch ein paar Flussüberquerungen an. Wahrscheinlich so an die 2-3. Die nächste wird sogar bald kommen, ne Christian? Ja, schauen wir mal. Es ist zumindest kein Größensymbol am GPS eingezeichnet. Also ich schätze, müssen wir den Fluss queren. Hilft ja alles nichts. Wir haben geschaut, ob es da einen anderen Weg gab, aber gab es nicht. Und schon rum. Einwandfrei. Wir befinden uns jetzt seit ein paar Kilometern wieder auf einer offiziellen F-Road. Wir haben tatsächlich noch wieder 2 Camper gesehen, weil die letzten 2 Tage haben wir zum Beispiel gar keinen einzigen Menschen gesehen. Das ist richtig krass. Wir sind hier mitten im Nirgendwo. Wenn man sich umschaut, sieht halt auch ziemlich gut aus. Richtig krass. Ich würde noch sagen, Flussüberquerung Nummer 2. Insgesamt haben wir jetzt 39 Flussüberquerungen hinter uns. Das ist leider echt nicht so groß und da hinten sieht es wirklich gut aus, dass man drüber gehen könnte. Aber nein, wir haben es probiert, klappt leider nicht. Wir kommen jetzt gleich in Laugerfell an, da hinten könnte das so fehlen. Jetzt schauen wir gleich mal, ob wir unser Essen, das wir vorbestellt haben, bekommen. Wenn nicht, wird es ein bisschen schwierig, wie es weitergeht. Laugerfell. Okay, also Leute, wir haben ein kleines Problem. Wir sind jetzt hier in der Hütte angekommen. Sehr schönes Wetter. Herrlich. Wunderschön. Eine Hütte, alles toll. Jetzt sollten wir uns Essen bekommen. Kein Problem.
Eingerollt.